Leute, herzlich willkommen zum nächsten Vlog, zum Dienstagsvlog. Bei mir hier heute am schönen Samstag. Ja, schön im wahrsten Sinne des Wortes, die Sonne scheint. Wir haben aktuell 4 Grad draußen, also schon ein bisschen kühler. Warum schwitze ich dann das nichtsdestotrotz schon wieder? Ja, wie immer, ich habe natürlich was gearbeitet. Und ihr kennt mich ja bei den Schweinen unten. Ab und an muss er mal ein wenig zusammengekratzt werden. Außen am Zaun entlang. Die wühlen ja doch immer ganz gewaltig und das muss man wieder ein wenig aufschütten. Ja, man könnte das Ganze mit einem Bagger machen oder ich sage mal, die Betriebe, die sie rein im Stall drin haben, die werden sich jetzt ins Fäustchen lachen und werden sagen, ja, selbe Schuld, wenn es hinauslässt. Ist doch klar, dass es dann so aussieht, aber ja, ich mache das so, wie ich denke. Ich lasse den aus und dann muss man halt ab und an mal ein bisschen den Zaun freikratzen, dass der Strom wieder schön fließen kann und ja, damit es halt auch nicht gar so viele Löcher hat. Ja, wir haben ja jetzt Herbst, beziehungsweise schon fast Winter, kann man sagen. Und der erste Schnee ist auch schon angekündigt, soll jetzt demnächst einmal anfangen. Schauen wir mal, also ich glaube da noch nicht dran, wird wahrscheinlich hier wieder Regen werden, aber ist mir egal. Auf jeden Fall, ich habe jetzt hier unten noch einmal sauber weggekratzt, weil falls doch einmal der Frost kommt, dann plagt man sich da doch schon gewaltig, wenn das dann richtige Schulden werden. Und habe hier unten nochmal sauber wieder den Zaun frei gemacht. Und so schaut das Ganze aus. Ja, natürlich matschig ist es klar. Das lässt sich nicht vermeiden, das ist halt nun mal. Die Schweine stehen hier im Schlamm, stört die aber überhaupt nicht, wie man sieht. Die fressen da drinnen rum. Und nein, ich habe da kein Futter hingeschmissen, sondern das ist rein die Erde, die ich jetzt da hochgeworfen habe. Und die im Wasser drin war. Da muss man jetzt durchsuchen, weil das sind natürlich Eicheln und weiß der Teufel was nicht dabei. Ja, den Zaun habe ich hier unten dann frei gemacht. Sieht man ja schön. Einmal schön rum. Und bis da rinnt, da war er ja schon wieder total eingegraben. Aber das ist ja das Übliche. Jetzt sind die ganzen Litzen wieder schön frei. Jetzt kann auch der Strom wieder schön durchfließen und ich habe keine Ableiter mehr auf die Erde runter. Ja, mein Gegner, der einer. Steht auch da draußen. Ja, die Hühner gefällt natürlich das Wetter jetzt gerade nicht so gut. Das ist klar. Die hätten lieber einen trockenen Boden, vielleicht noch grün drauf, das ist mir klar. Wobei, die wo jetzt draußen waren, wie ich hier gegraben habe, die haben sich natürlich riesig gefreut, weil da waren ein Haufen Würmer dabei und man sieht es ja meinem Rasputin hier an, der ist ja total begeistert. Hier gibt es ja laute feine Würmchen. Ja, da ist er natürlich begeistert. Und die hier auch, ist klar. Das gefällt denen natürlich auch ganz gut, weil Eicheln und das Laub, was dabei ist und vielleicht doch ein bisschen Grünzeug, was dann da außen schon reingewachsen ist. Apropos, da müsste ich vielleicht auch einmal noch ein wenig ausgrasen. Das ist nicht ganz so optimal. Wächst schon wieder rein. Ja, auf jeden Fall, so schaut das Ganze jetzt aus. Die zwei neuen Hühnchen sind auch jetzt mit draußen. Hier drüben schaut es natürlich auch aus wie Sau, ist klar. Hier sind keine Schweine, hier sind nur die Hühner und die kratzen aber auch wie die Verrückten. Ja, da wächst halt einfach nichts mehr. Aber die haben heute das erste Mal gesehen, dass es hier draußen weitergeht. Dass es nicht nur einen Stall drinnen gibt. Und man sieht ihnen an, das gefällt ihnen. Das Stroh, was da ist, das haben die Schweinchen rausgekramt. Das habe ich aus dem Gangrad mit rausgekratzt. Das ist jetzt damit her. Ist eigentlich bloß Stroh, ist ja kein Mist oder so in dem Sinn. Hm? Ihr habt euch jetzt gütlich, gell? Gibt's da Hausen auch was, gell? Da geht die Welt weiter. Au, 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 da ist feuer Zaun, gell? Das tut voll weh. Ja, Zaun kennt ihr noch nicht, den Elektrozaun. Ah, ah. Du bist sehr leichtsinnig. Ich meine, das merkst du, ne? Meiner Hühner kennt das ja. Jetzt habe ich hier aber ein wenig aufgeschüttet. Hier war so ein richtiges Loch auf der Seite. Da haben die Schweine fleißig weggegraben. Jetzt wird die ganze Erde von da unten raufgeschaufelt. Also ich schätze mal gut und gerne 1,5 Tonnen Erde, die ich jetzt hier bewegt habe. Ah. Oh. Du traust dir was. Oh, Erde, toll. Oh, fein. Naja. Auf jeden Fall, die können es sich gut gehen lassen. Hier unten die Ecke ist sowieso ein bisschen besser, was den Schmutz angeht. Da ist die Erde sehr trocken. Das ist auch schön so.
Da können sie dann schön wühlen. Darüber wird es halt einfach ein wenig matschiger, aber mein Gott. Es ist ja auch der Schweineauslauf und nicht nur ein reiner Hühnerauslauf. Und ich sag mal so, ich hätte vielleicht damals bei den Hühnern noch mehr filmen sollen. Weil, wer es noch kennt, bei den Hühnern hat es auch nicht viel besser ausgeschaut. Und im Winter, wenn halt ein Haufen Wasser von oben kommt, dann ist es halt so. So, und der hat jetzt natürlich, der Rotranner, ein kleines Problem. Wie komme ich jetzt durch den Zaun durch? Ja, das Gefieder schützt, gell? Aber wie ihr seid nass, dann macht er das nicht mehr. Oh, Schmudi. Du, gell? Lass bloß meiner Hühnlein in Ruhe. Der Schwanz ist ein Stoll. Und die Schauer? Oh, was ist denn das? Au weh. Ja, im letzten Video, da habt ihr schon gesagt, da hat es ein wenig gestört. Ich habe in der Wohnung drin gefilmt. Und da war leider der Fall, ich hatte das Flackern vor den Lampen drauf. Ich weiß noch nicht genau, wie ich das umstellen kann. Ich nehme ja auf in 180 Pixel und 60 Bilder die Minute? Sekunde? Minute? Sekunde? Wurscht. Und 60 Bilder auf jeden Fall. Ja, das Ganze auf NTCS. Keine Ahnung, ob es da bessere Einstellungen dafür gibt, dass es in der Wohnung nicht mehr so flackert, wenn man Licht an hat. Ist mir auch aufgefallen, war natürlich nicht so toll, war eigentlich auch nicht so geplant, dass das so ist. Ja, vielleicht hat ja irgendeiner von euch einen Tipp, was man da am besten machen könnte. Also ich bin mir auch nicht sicher, was man noch eventuell machen könnte. Mal gucken. Hier draußen soll es auf jeden Fall nicht flackern, hier scheint die Sonne. Natürliches Licht und das flackert eigentlich nicht. Im Fressen des Bar vergessen. Schwer beschäftigt. Ja, die Füße natürlich jetzt dann mit Schlamm verschmiert, aber ist einfach so. Ich sag mal so, die haben ihnen dann schön dick das Stroh, da können sie sich reinlegen. Die müssen ja nicht raus, die könnten ja auch drinnen bleiben, die wollen aber raus und es macht ihnen Spaß. Klar, mir wäre grüne Wiese auch noch lieber, wo sie drauf laufen könnten, aber das ist halt leider ein bisschen schwierig. Ich meine, ich kann schon das Eilzäuner, aber dann schaut wahrscheinlich innerhalb eines Jahres alles so aus. Auch nicht ganz Sinn und Zweck, ne? Und du wolltest da was sagen, oder was? Ja, ihr passt unter den Zaun leichter durch wie die anderen. Du bist sehr leichtfertig, Gundel. So kleiner Hühnler und so viel Platz. Die wissen gar nicht, wo sie anfangen sollen. Ich war vorhin aber auch sowas von gemein. Ich habe sie einfach geschnappt und habe sie hinausgesetzt. Einfach mal da vor die Tür. Schockiert. Wo sind wir denn jetzt? Naja, gehört dazu. Die sollen ruhig auch mal ein wenig raus dürfen. Gut, also hier unten sind wir durch. Ach so, und zu den matschigen Beinen. Ihr wisst ja, ich habe mir gestern Kühe angeguckt. Rinder. Dexter-Rinder. Da war ich in Geroldsgrün. Und da habe ich aber Bilder gemacht. Die kann ich euch jetzt hier gleich einmal mit einblenden. Ja, dann habt ihr die Bilder gesehen von den Dexter-Rinder. Ja, sind richtig schöne Tiere, total zutraulich, sind auch hergekommen, wie wir auf die Weide gegangen sind, wo sie stehen. Der hält sie das ganze Jahr draußen, nur auf der Weide. Die haben als Windschutz ein Zelt und ein paar Bäume, die mit eingezäunt sind, also so Waldstücke, wo sie mit rein können. Mehr haben die nicht, mehr brauchen die nicht. Es läuft der Bach durch, da können sie dann ganz normal saufen. Und ansonsten hat er gesagt, er hat jetzt vor 2 Wochen das erste Mal zugefüttert.
hat er einen Rundballen Stroh noch in die Raufe rein. Die sollen am Gras weiter fressen. Schaut zwar aus, als wäre da nichts mehr, aber da steht der Wegen noch was. Und er hat gesagt, also normalerweise, er tut jetzt ein bisschen Stroh dazu und das richtige Heu zu füttern, da wartet er noch eine ganze Zeit, bevor er da anfängt. Das braucht es jetzt noch nicht. Ja, auf jeden Fall total anhänglich, total zutraulich, sind hergekommen. Sind Tiere dabei, die sind genetisch hornlos. Deswegen, falls sich da jemand wundert, ja warum haben die keine Hörner, Dexter haben doch Hörner. Es sind welche mit Hörner dabei und es sind welche dabei, die haben eben keine. Das sind genetisch hornlose Rinder. Sehr schön. Also mir gefallen sie ja mit Hörner auch sehr gut. Meine Mutter hat gestern bloß gesagt, na, die ohne Hörner, die gefallen ihr wieder besser, optisch. Nicht wegen die Hörner, dass wir da Angst haben müssen oder was, dass sie an Verletzen täten. Überhaupt nicht, aber optisch gefallen sie ihr besser. Naja, die habe ich gestern auf jeden Fall angeguckt und ja, da wo die Heuraufe steht, weil ich gerade gesagt habe, wegen matschige Beine. Deswegen sind die auch unten ein bisschen matschig. Ich meine, wo die Heuraufe steht, ist es halt nun mal so, wo die Tiere sich immer versammeln, wo sie fressen. Das kennt ihr mit Sicherheit auch oder die, die vielleicht eine Raufe draußen stehen haben. Das ist einfach die Stelle, wo es halt ausschaut wie Sau. Ist einfach so. Und der macht im Winter normalerweise dann bis zu 3 Raufen hin, die dann gefüllt werden und da können sie dann fressen. Ja, also ich habe mir die Gäste angeguckt, oder wir haben uns die Gäste angeguckt und ich bin total begeistert davon, wirklich wahr. Sind genauso wie ich es mir vorgestellt habe, sind schön klein, keine solchen Riesenäumel, ebenso wie man sie halt aus dem Internet kennt. So wie ich es mir vorgestellt habe, die werden neben einem stehen, das ist dann in etwa die Höhe hier, also kleiner noch im Endeffekt wie ohne Emma. Und was will man mehr, ne? Ja, würde mich reizen. Vielleicht findet sich ja auch ein Kompromiss zwecks Gehornten und Hornlosen. Wenn die Mutter sagt, sie hätte lieber die Hornlosen und ich sage, ich hätte lieber Gehornte. Naja, 2 Stück sollten es auf jeden Fall werden. Besteht ja vielleicht die Möglichkeit, dass ich meine Rolla mit Hörner kriege und die Mutter ihr Annabelle ohne Hörner. Die Namen, die stehen quasi schon wieder fest. Ja, mal gucken, ob was draus wird. Also reizen die jetzt wirklich ungemein. Das sind richtig schöne Tiere. Wird sich zeigen. Mal abwarten, mal sehen. Vielleicht klappt das ja. Ja, ansonsten, jetzt ist mittlerweile schon wieder deutlich später. Vorhin wollte ich ein Video direkt noch aufnehmen nach die Bilder. Habe eigentlich auch was reingequasselt, aber die Kamera hat mir mal geärgert, die hat sie nämlich aufgehängt und hat das Video nicht gespeichert. Muss ich beobachten. Sauhund! Naja. Schweinchen habe ich jetzt wieder ins Bett gebracht, die Hühner sind auch wieder im Bett. Ja, die kleinen, die Zwergseidenhühner, die wollen jetzt drümet. Reili! Die wollen jetzt drümet bei den Schweinen drin angestanden. Hat komisch ausgeschaut. Hier ein kleines Mini-Hühnlado. Aber, ja. Es geht ihnen gut, klappt soweit alles. Gut, was ich jetzt mache, ist hinten noch mein Pferdstall fertig. Und dann werde ich auf Futter holen gehen. Ist auch an der Zeit. Und dann, ja, ist quasi für den Samstag schon wieder Feierabend. Also wer jetzt darauf gewartet, dass ich heute großen Bulldog oder was rumfahren muss, muss ich euch leider enttäuschen, heute nicht. Vielleicht am Montag wieder. Aber mal gucken, werden wir sehen. Aber für den Samstag sind wir dann ziemlich durch und ja, die Sonne geht auch langsam unter, wie man sieht, also es wird jetzt langsam wieder düsterlicher hausen, es haben sich auch ein paar Wolken jetzt hergezogen. Für morgen ist Schnee angesagt und eigentlich 2 Grad, schauen wir mal, also heute haben wir dann Spitzenwerte ca. von 6 Grad gehabt, erstaunlich, morgen haben sie auch gesagt, soll es 2 Grad haben oder eventuell noch kälter. Und dann soll es schneien. Naja, ich glaube da noch nicht ganz dran, aber werden wir sehen. Mal abwarten und Tee trinken, wie man so schön sagt. Ansonsten, ja, wie gesagt, Futter dann noch holen.
mal noch schnell eine Kleinigkeit einkaufen. Ein wenig Weihnachtsbeleuchtung brauche ich noch für meinen Baum. Und ja, ich wollte mir noch eine zweite Speicherkarte für die Kamera holen. Weil die ich jetzt aktuell drin habe, ist nicht ganz so optimal. Dann hole ich mir da schneller mal eine andere. Und dann gehen wir es wieder holen. Das passt sich so vom Fahren her eigentlich ganz gut. Da war's nichts. Wie die Aufnahmen jetzt sind. Fahren im vibrierenden Auto bei Einbrechen der Dunkelheit. Ja, mal sehen, wie das funktioniert und wie das ausschaut. Dann werden wir gleich wissen. Ja, kommt da schon mal rein. Ich habe alles, was ich brauche. Ja, ich hoffe, man sieht mich. Straßenlaterne erleuchte mich. Ja, ich habe alles organisiert. Schnell einkaufen gewesen und jetzt geht es zum Futter holen. Und ja, nur mal als Ausblick für die Leute, die es vielleicht kennen, die Firma. Da hinten dieser Turm, also nicht das DM-Schild, sondern da hinten der weiße Turm, da steht oben Bergo vor drauf. Falls ihr da überhaupt was auf der Kamera erkennen könnt, ich befürchte aber mal wieder nicht. Ja, die Bergo vor, Futtermittellieferant, Kulmin, ist relativ weit bekannt, denke ich mal. Haben jetzt hier in Kulmbach bei uns. Also nur mal so, wir machen jetzt quasi noch eine Tour durch Kulmbach, rüber zum Markt, wo ich mal Futterzeug hole. Und dann ja, geht's heim und dann ist Feierabend für heute. Ja, vielleicht wird mir vorglühen, Sellenrufe. Ich kann nur dafür, dass ich auf der Kühlung.
so langsam raustasten. Jetzt komme ich. Keine Servolenkung. Das ist Arbeit. Wenigstens Auto. Oder auch Abos für sich. Obwohl,
Weil vorher sagt ja immer, ein Auto ist das auch nicht. Das ist höchstens noch ein Unimog. Die waren so ganz unrecht, oder ja, da nicht mit anderen. Weil der ist weder das A noch das A nicht. So. So, ich bin jetzt wieder daheim angekommen, meinen schnellen Einkauf. Ja, ein paar so Batteriebetriebe, Kerzen für den Weihnachtsbaum habe ich mir jetzt noch geholt. Die sind einfach dafür da, dass ich nicht den ganzen Kabelsalat mehr habe. Gute Batterien sind auch nicht so toll, Kabel wäre wieder. Ja, mache jetzt wieder auch nicht so ein umweltfreundlicher oder so, aber naja. Ist doch ein wenig schöner wie das Kabelgewirr immer und. Ja, schneller abgebaut und ich meine, so viele Stunden im Jahr brennt er nicht. Ich habe für meinen Marienbaum, welcher gekauft gehabt letztes Jahr. Und die Batterien gehen immer noch, weil die haben wir nur über Weihnachten gebraucht. Die wenn, ja, ich sag mal, wenn die 20 Stunden gebrennt haben, wo es will. Unsere Batterie hält ja in die Dinger ewig. Ich habe es dann alle rausgemacht und habe es jetzt das Jahr wieder probiert und die sind immer noch so gut wie voll. Denen Batterien fehlt nichts weiter. Von daher, ja. Und wir können sie ja mit Akku ausstatten. Hätte ja auch einen Vorteil, das vielleicht für die Zukunft. Speicherkarten habe ich auch geholt. Das ist jetzt eine SanDisk Extreme 128 GB. Und da hoffe ich, dass man dann einfach ein wenig mehr Filmmaterial draufbringt und die Schreibgeschwindigkeit noch ein wenig schneller ist. Weil mit der, die ich jetzt hier drin habe, habe ich schon gemerkt, die macht ein bisschen Probleme. Die braucht ein wenig lang zum Schreiben. Ja, mal gucken, ob es dann besser wird. Und der ein oder andere wird es wahrscheinlich schon wieder gesehen haben. Wie wir jetzt reingefahren sind, da stand doch ein Bulldog. Jo, da stand der Bulldog. Ich habe auch mal gesagt, der, wo den Eicher hier hergestellt hat zum TÜV machen, der hat ja noch zwei Schlepper, einen RS09 und einen Hanomag. Der RS09 steht auch hier. Da soll man mal gucken, weil er Probleme hat mit seinem Getriebe. Das bleibt vor dem Hänger, der Gangschalthebel, der steht in der Halle drin. Und den Hanomag hat er da draußen noch gestellt, der braucht bloß TÜV. Ja. Hanomag mit Frontlader dran. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was für ein Typ. Also da müsste ich jetzt schon wieder lügen. Ich weiß, das immer bei den Hanomag nicht so ganz auswendig. Die alten kann ich noch voneinander halten, die R19 oder R16. Aber das tote, keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Da bin ich nicht ganz auf dem Laufenden. Das muss ich mir morgen bei Licht einmal angucken. Jo, das ist der. Und der RS09, der steht drinnen in der Halle mit Ladebritschen vorne drauf, so Gerätedrecher, wie einer der Modelleiche, Kollege Modelleiche, du seist hier mal erwähnt, hat und zusammenrichtet. Oder fahrbar macht, sagen wir es einmal so. Weil zusammenrichten sagt er ja immer selber so, in dem Sinne macht er ja nicht. Er will ja bloß damit was machen und TÜV fertig machen, so müsste man eigentlich sagen. Ja, der da drinnen, der hat Ladebritschen drauf. Das ist einmal für dich, Sam, ein ganz gutes Ding. Dann siehst du mal, wie du dein noch herrichten kannst. Und ja, schauen wir mal. Das zeige ich aber morgen, weil ich habe jetzt keine Lust mehr. Ich mache jetzt dann Feierabend. Und dann sehen wir uns am Sonntag wieder. So, Leute, da haben wir jetzt mittlerweile schon wieder Sonntag. Ja, das Wochenende ist schon wieder so gut wie rum. Leider. Könnte mal länger sein. Aber ich sage, heißt nicht mehr lang. Dann ist ja Gott sei Dank Betriebsurlaub. Dann kann man mal da ein paar Tage richtig schön daheim was machen. Und vielleicht auch mal ausschlafen. Könnten wir ja auch mal machen um die Weihnachtszeit. Ja, gut. Was habe ich heute noch ein wenig getrieben am Sonntag? Ja, ich zeige es euch einmal.
wie ich habe den Zaun hier versetzt. Der ging ja vorher ganz rauf, der war ja hier abgeteilt, ging hier runter, hier drauf. Und das obere Stück, wo das ganze Laub zu sehen ist, da stand er vorher. Ich hätte ihn auch noch stehen lassen können, da ist eigentlich noch genug Gras da zum Fressen. Ich habe ihn aber nicht da oben stehen lassen, weil das Laub zusammengemacht werden soll, sobald es mal ein wenig Frost gibt. Und bevor die Pferde jetzt dann alles nice haben, dann kriegt man schlecht mit dem Schwader zusammen. Habe ich es ein Stück runtergesetzt, da steht erstens einmal noch viel mehr Gras, zweitens einmal, das darf ruhig auch weg, sonst fällt es bloß über den Winter zusammen. Und drittens einmal, wie gesagt, so kommt man dann auch schön ans Laub ran. Ja, eine von den Bäumen da oben soll auch noch fallen. Da ist mein Außenzaun im Weg. Mal gucken, wie ich das löse. Auf jeden Fall, ja, das habe ich jetzt gerade eben gemacht. Einmal neu abgeteilt. Wieder eine schöne große Fläche. Also ich habe jetzt, glaube ich, so richtig schön den Dreh raus, dass man dreimal etwa dieselbe Größe an Fläche hat, auf der sie dann stehen können und weiden können. Ja, besser als alles auf einmal, das wäre schlecht, aber so ist doch optimal. Ja, ich habe den Stall soweit hier jetzt fertig gemacht. Ich habe auch hier die Wassertröge frisch gemacht. Und da drinnen auch ein bisschen frisch. Ein bisschen den alten Mist raus und ein wenig frisch mit eingestreut. Da in der Ecke, da liegt noch ein bisschen Mist, lasse ich wieder drunter. Mag wieder Leute geben, die da schimpfen und die da wieder sagen, den Mist drin lassen, aber Mistmatratze ist gut. So ein bisschen was unten drunter, solange das Stroh oben drauf dick ist, kommt keine Feuchtigkeit durch. Zumal Feuchtigkeit eh fast nicht drin ist, das merke ich jetzt immer wieder. Und ja, es isoliert von unten ein wenig, ist optimal. Also wie gesagt, da mag es Leute geben, die das anders sehen, aber es ist so. Und so handhaben wir das schon immer und es funktioniert. Ich meine, ich mache jetzt nicht da innen einen riesen Misthaufen, aber so das Patent ist gut. Andere haben einen Tiefstreustall zum Beispiel. Oder Tretmiststall, da funktioniert es ja im Endeffekt genauso. Riley, kann er Löcher buddeln? Ja, das ist auf alle Fälle jetzt hier hinten der Stand. Stall ist sauber, Koppel ist neu, Wasser läuft gar voll und dann gibt es jetzt gleich einen Glühwein. Passt gut zu den Temperaturen. Wir hatten heute Nacht richtig schönen Nachtfrost. Wir hatten heute Nacht immer Minusgrade. Heute früh, wie ich aufgestanden bin, war draußen alles weiß. Nein, kein Schnee, es war alles Frost. Es hat schön ausgeschaut. Ja, also wie gesagt, ackerbaulich und grünlandtechnisch bin ich jetzt durch. Und so bietet es sich an, dann können die jetzt quasi die Wiese hier abfressen und das fällt mir nicht bis zum nächsten Jahr dann so rein. Dann wächst es auch wieder schlecht auf und lässt sich schlecht rausziehen. So können sie es nochmal abfressen, dann haben sie jetzt eine schöne Winterweide und die Sache passt für mich. Ja, Wasser ist gleich voll. Dann mache ich an dieser Stelle jetzt nochmal Feierabend. Wir sehen uns, denke ich, später nochmal. So Leute, Montagabend ist es mittlerweile und nein, wir verfahren keinen Mist, es ist mittlerweile schon nach 5. Ja, wir sind heute auf der A70 in einen Stau gekommen, da hat es gekracht gehabt und war deutlich später, dass ich heimgekommen bin. Blöd gelaufen, naja, heute auf jeden Fall keinen Mist mehr verfahren, aber ganz normal die Viecher versorgen. Das steht jetzt noch an, meine zwei Hunde helfen mir. Willi, Reili, gell? Ja, fein! Ja, schauen wir mal jetzt der Emma, ob wir überhaupt groß was machen müssen, nachdem die jetzt eine frische Koppel haben. So könnte es doch eigentlich immer sein. Wie ich sie gestern verlassen haben. Spitze! Da habe ich keine Arbeit. Passt! Ja, ich hau ein wenig Heu rein und gut ist. Obwohl, bräuchte ich ja eigentlich auch nicht, ne? Weil die haben ja genug Gras. Das ist doch erfreulich. Der Stall ist sauber. Wie schaut der Ofenstall aus? Ja, ist auch sauber. Ja, besser geht's doch gar nicht. Okay. Ja, das war dann heute die schnelle Nummer quasi. dann würde ich sagen, als nächstes gleich nun dazu die Schweinchen und Hühner, die brauchen auf jeden Fall Wasser. Und dann sind wir durch. Dann hat es ja wenigstens ein Gutes, dass ich gestern Zaun versetzt habe. Durch den Stau heute auf der Umgehung bin ich, auf der Autobahn bin ich zwar später heimgekommen, aber durch das, dass ich gestern Zaun versetzt habe, habe ich heute weniger Arbeit, weil sie natürlich mehr draußen sind. Also, ein Glück. Also da fällt mir echt der Stein vom Herzen. Gott sei Dank! Gut, dann. Ihr zwei,
Ja, vielleicht ist da doch noch ein neu. Nee, eigentlich nicht. Stroh habe ich drin, das reicht. Die können auch mal mit Stroh. Da werden sie vorne kaputt gehen. Und die haben ja immer noch genug Gras, da stehen sie, die Bagage. Haben ja genug Koppel. Ja, dann würde ich sagen, auf zu meinen Schweinchens. Kriegen die noch was. Und dann ist doch schon wieder Feierabend. Achso, übrigens. Ein Bäumchen leuchtet draußen in der Nacht. Ist doch schön, oder? Oder da. Herrlich. Ja, so ein bisschen weihnachtlich. Hat schon was. Fein, fein. Gut. Auf zu die Schweine und dann ist Feierabend. Ja. Und Feierabend natürlich auch für das Video. Da passiert dann immer mehr, aber das ist ja das Übliche. Seht ihr mich überhaupt noch? Es ist schon ziemlich dunkel, ne? So, jetzt seht ihr mich bestimmt. Ja, dann gehe ich dann runter. Und dann sehen wir uns nochmal. So, jetzt sind wir unten bei den Hühnern und bei den Schweinchen. Bei den Hühnern habe ich ein bisschen Stroh mit reingehaut. Ja, zwei hocken oben, die anderen hocken unten. Die haben gerade frisches Futter gekriegt. Die zwei Zwergseitenhühner, die ich gekriegt habe, oder der Zwergseitenhahn und die Zwergseitenhenne, die sitzen da. Die Gundel, die kleine, die Henne, war gerade drüben bei den Schweinchen, hat bei denen mit aus dem Druck gefressen, da habe ich mir nur gedacht, oh oh, nicht, dass die dich als Futter sehen, aber geht. Ja, die haben auch frisches Wasser gekriegt. Hier sind wir fertig. Denen geht es soweit ganz gut. Der Fuchs lutscht hat dann auf. Schöner Platz, gell? Oh, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Oh, ihr! Ja, hier sind wir fertig. Und bei den Schweinchen bin ich auch fertig. Die grunzen immer noch wie die Verrückten. Die meinen, es gibt noch mehr, aber dreimal am Tag einen großen Eimer mit Futter. Das muss dann irgendwann mal gut sein. Übertreiben müssen wir es nicht. Ja, ihr zwei seid ganz schön verfressen. Ein Riesenarmer. Ja, das muss lange auf. Da hat der keine Ahnung gehabt. Ja. Doch. Gut ist. Die könnten immer zufressen. Ganz normal. Immer Hunger, Hunger, Hunger. Da haben wir noch ein wenig reingehört. Hey, gell? Du, aufhören! Stinkt hier! Wieg, wieg, wieg! So, gut. Dann sind wir hier auch durch. Dann machen wir hier das Licht aus. Ups, dann ist es natürlich schon wieder stockdunkel. Meine zwei Gießer. Ha, wenn man jetzt noch mal sichert. Zu die Tür. Na? Jetzt hat. So. Wenn man nur eine Hand frei hat oder gar keine Hand frei hat, ist das natürlich dumm. Ja. Heute nicht mehr, morgen früh wieder. Sorry fürs Gewackel. So, da ist jetzt alles zu. Da sind wir fertig in dem Stall. Ja, und jetzt geht's dann hinauf. Feierabend. Ja, ich sage ja, für dieses Video wird es das jetzt gewesen sein. Mehr passiert hier jetzt nicht mehr. Ist leider so. Aber, ja, ein bisschen was. Ihr wisst ja, der Alltag, der holt einen dann spätestens im Winter ein. Ich meine, im Urlaub wird dann, wie gesagt, einmal das ein oder andere drankommen, was auch nötig ist, aber passt soweit. Jo, meinem Vater habe ich übrigens einmal die Bilder von den Dexter gezeigt. Puh, Kommentar hat er keinen abgegeben. Außer, also mehr kam da nicht in die Richtung. Na gut, habe ich auch nicht erwartet. Weil er hat noch zu mir gesagt gehabt, na, die Spinnerei unterstützt er nicht. Aber immerhin, es kam kein komplett Nein oder so, sondern kann jetzt so und so heißen. Das weiß ich natürlich nicht, aber wird sich zeigen.
Jo, welchen Preis, was die Rinder kosten, da habe ich natürlich auch mal angefragt. Schaut so aus, dass eine trächtige Dexterferse 1500 kostet, im Schnitt aber normalerweise 1700, und eine genetisch hornlose, so wie es die Mutter gern hätte, da will er 2000 dafür. Sind schon gesalzene Preise. Zumal man ab und an noch mal andere drin sieht, die natürlich deutlich günstiger sind, aber ja, ich bin bei Rinderpreisen allgemein nicht so auf dem Laufenden, wie es da steht. Ich meine, ich kenne immer die Preise quasi vor die Märkte. Ja, sind aber halt meistens keine tragenden. Aber gut. Mal schauen. Vielleicht ergibt sich ja was, vielleicht auch nicht. Schlau gemacht habe ich mich auf jeden Fall. Ich weiß halt so, wo ich mich bewege. Die Preise, wie gesagt, sind natürlich schon gesalzen, aber andererseits, ich bin mir da auch nicht sicher. Das könnte schon regulär sein. Aber es muss ja jetzt nicht unbedingt eine trächtige Ferse sein. Es darf ja auch eine sein, die nicht trächtig ist. Mir ist das ja im Grundsatz eigentlich wurscht. Aber ja, wie gesagt, schauen wir erst einmal, keine Ahnung. Wird sich zeigen, wird man früher oder später sehen. Der Thorsten von der Nutztierarche Sonntag, der hat mir geschrieben, er hätte eine 10-monatige Ferse abzugeben, die Adele. Falls jemand beim Thorsten schon mal geguckt hat oder bei der Nutztierarche Sonntag, der kennt ja die Dexterrinde von ihm. Ja, die wäre abzugeben mit Hörner. Also ich habe mir die Videos angeguckt, wo man sie immer sieht. Ich finde sie ja richtig schön. Ja, die Mutter ist halt nicht begeistert von den Hörnern. Aber Geschmackssache. Geschmäcker sind verschieden. Und ich meine, irgendwie, Hörner gehören doch zu einer Kuh dazu. Ich meine, die Ziegen haben auch Hörner. Gehört bei denen auch dazu. Und ja, eine Kuh schaut mit Hörner doch auch schön aus. Oder schöner aus, finde ich. Aber, naja. Wie gesagt, Geschmäcker sind verschieden. Mal sehen. Na gut, in diesem Sinne, jetzt sage ich aber dann trotzdem vielen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch jetzt eine wunderschöne Woche. Viel Spaß bei immer, was ihr diese Woche noch so treibt. Und dann hören wir uns am Freitag wieder. Bis die Tage. Servus. Oh weh, jetzt hätte ich das Video fast beendet, ohne das zu zeigen. Das wollte ich ja noch machen. Ja, sorry an dieser Stelle, dass jetzt noch ein kurzer Nachtrag kommt. Ich habe ja gesagt, es steht bei uns in der Halle RS09 mit Getriebeproblem, wo wir mal drüber gucken sollen, ob wir das irgendwie gelöst kriegen, weil das irgendwie ein wenig hakelt. Und der soll ja dann auch hier zum TÜV kontrolliert werden. Ja, und den habe ich ja gesagt, den wollte ich ja mal zeigen für den SEM quasi. Uppala, jetzt war die Hebebühne. Und ja, da steht er. Modelleiche. Jetzt schick dich aber mal, dass dein Bulldogase hinkriegst, du. Moment, ich mache mal ein bisschen mehr Licht, dass man was sieht. So, das ist die Schüssel. Halt ein Fortschritt-Geräteträger, ne? Oder halt ein ostdeutscher Geräteträger mit Pritsche vorne drauf. Ja, da ist unter anderem was ja wahrscheinlich nicht ganz durchkommt. Kaputtes Lampenglas, schlecht. Ja, so schaut das Ding aus. Sam, so kannst du deine Pritsche auch aufbauen. Ja, und die Teile, die da drin rumfliegen, das gehört alles noch zu dem Hanomag, der draußen steht. Sorry, da habe ich leider nicht geguckt, was das für eine ist. Aber, naja, wurscht. Anders mal können wir immer noch... Den da wollte ich noch zeigen, weil ich das versprochen habe, dass ich den zumindest zeige. Ja, so schaut er aus. Ziemlich hochhackig irgendwie das Ding. Schon irgendwie groß. Da ist offen. Sam, ich glaube, die Bilder kennst du, ne? Dürfte dir bekannt vorkommen. Das Motörchen. Und die beiden Auspuff.
feste Ackerschiene. Ja, jetzt habe ich den noch gezeigt, war der kurze Nachtrag. Und jetzt sage ich aber auf alle Fälle eine schöne Woche. Servus!